gutes Wetter, gute Laune, gute Matches. Die besten Bedingungen für ein erfolgreiches Tenniswochenende. Und wenn der BTTC Grün-Weiß zum 9. LK-Turnier lädt. Natürlich auch andere Spieler, andere Tennisspieler aus Berlin, Brandenburg, aber auch sogar aus Hamburg haben wir Leute hier dabei, dass man gegen andere Leute spielt und einfach ein bisschen Spielpraxis sammelt. 2 Tage lang haben 24 Teilnehmer auf 7 Sandplätzen nicht nur die Möglichkeit, Matchpraxis zu sammeln, sondern auch ihre Leistungsklasse zu verbessern. Gespielt wird ausschließlich im Einzel und teilnehmen kann jeder. Ich war schon häufig hier, ist eine schöne Anlage, sehr schöne Plätze. Da hatte ich einfach Lust, mal herzukommen wieder. Die Leistungsklassen reichen von LK1, was einem Ranglistenspieler entspricht, bis LK23 und dienen dazu, Spieler ihrer Stärke nach einzustufen. Damit es demnach nicht zu leicht bzw. zu schwer wird, wurden alle Spieler vorher in 8 Dreiergruppen eingeteilt. So hat jeder 2 Matches gegen etwa gleichstarke Kontrahenten. Ja, Siege, das denke ich ist relativ klar. Es war ganz praktisch ganz schön zu sehen, dass auch eine bessere LK dabei ist. Deswegen, das war vor allem der Ansporn, das hat ganz gut funktioniert heute. Dennoch steht der Wettkampfgedanke nicht im Vordergrund, denn einen richtigen Gewinner, wie bei herkömmlichen Turnieren, gibt es nicht. Jeder möchte sich einfach in seiner individuellen Klasse verbessern. Und dabei darf der Spaß ebenfalls nicht zu kurz kommen. Ein kleines Teilnehmerfeld dafür, umso entspannter, umso gelassener sind auch die Spieler. Das nächste LK-Turnier soll wie gewohnt Pfingsten ausgetragen werden. Gute Laune und spannende Matches sind vorprogrammiert. Und mit etwas Glück spielt die Sonne auch wieder mit.